Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch einen Regenbogen zaubern. Und zwar habe ich gehört, viele von euch haben schon bei der Aktion mitgemacht. Ihr habt einen Regenbogen gemalt, gebastelt, das habe ich auch schon in vielen Fenstern gesehen. Und heute möchten wir einen Regenbogen selber machen, und zwar in unsere Wassergläser. Dazu braucht ihr 6 Gläser mit Wasser. Ihr braucht eine Wasserfarbe, gelb, rot und blau. Einen Pinsel und einen Becher mit bisschen Wasser. So, nun beginnen wir mit der Farbe rot. Ihr tunkt ein bisschen rein in das Wasser und dann dreht ihr den Pinsel, bis es Blasen gibt. Seht ihr das? Und wir gehen mit dem Pinsel in das erste Glas. Seht ihr, es wird schon richtig schön rot. Wir brauchen aber noch ein bisschen roter, dass es nachher auch schöne Farben gibt. Und deswegen brauchen wir noch mehr Farbe. Noch einmal. So, jetzt sieht es toll aus. Jetzt machen wir das Gleiche mit dem zweiten Glas. Noch einmal, immer dreimal, glaube ich. Dann sieht es nachher richtig toll aus. Nun nehmt ihr die Farbe gelb. Oh, jetzt schaut man, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss erst meinen Pinsel gut auswaschen. Und jetzt ist es richtig schön gelb. Seht ihr? Habt ihr das gesehen? Wie das schön gelb wird. Und das nächste Glas ist natürlich auch nochmal gelb. Wer hätte das gedacht? Noch einmal ausschütteln im Wasser. Und noch einmal. Schön gelb. Wieder den Pinsel auswaschen, nicht dass es passiert wie vorher. Und jetzt kommt die Farbe blau. Die letzten 2 Gläser, die machen wir blau. Toll, ha? Seht ihr das? Das ist eine tolle Blau, ha? Und das letzte Glas auch noch blau. Wow, das sieht jetzt schon toll aus, ha? So, nun haben wir die 6 Gläser. Aber ihr werdet sehen, ist das schon ein Regenbogen? Nee, gell. Da habe ich euch zu viel versprochen. Nein, jetzt passt auf. Jetzt beginnt das Zaubern. Ihr nehmt jetzt wieder die rote Farbe, macht ein bisschen euren Pinsel nass, dreht den Pinsel im Rot und geht mit dem roten Pinsel in euer erstes gelbes Glas. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wow, seht ihr das? Nun ist das Rot, das gelbe Wasser ist jetzt orange. Nun waschen wir den Pinsel wieder gut aus, nehmen die gelbe Farbe, nehmen viel gelbe Farbe. Und jetzt schaut mal, jetzt gehen wir nicht in die gelb, sondern in die nächste, in das blaue Glas und schaut mal, was passiert. Wow, guckt, seht ihr das? Da wird das Glas ganz grün. Und nun
braucht ihr als letzte Farbe wieder die blaue Farbe. Und die blaue Farbe, die machen wir ganz einfach in das erste rote Glas. Und jetzt schaut mal. Da wird die Rot plötzlich lila. Und dieses lilane Glas, das stellen wir jetzt ganz an das Ende. Und seht ihr, nun haben wir den Regenbogen in die Gläser gezaubert. Und diese Gläser könnt ihr jetzt ganz schön auf die Fensterbank stellen als Dekoration oder auf den Tisch. Und ihr könnt immer staunen, was für tolle Farben ihr zaubern könnt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag noch und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!